Einen wunderschönen und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Big Bio Hof Bergmann hier auf meinem YouTube-Kanal, hier im LS22. Ja, ich war ein bisschen schusselig, ich hätte natürlich richtig lesen können, den hätte ich wahrscheinlich schon gestern damit anfangen können. Aber gut, besser spät als nie. In dem Sinne nochmal danke an Ansgar, dass du mir geantwortet hast auf meine Frage. Ja, sehr freundlich und nett. Wir starten rein. Hof Bergmann ist gerade in der Beta. Ja, für Supporter können die schon spielen. Und für alle zum Download, also alle heißt PC und Mac, wird sie denn irgendwann rauskommen, sobald die Beta durch ist. Gut, ich habe hier so eine kleine Standardauswahl an Mods mit reingenommen. Ich hoffe, dass die alle reibungslos und super funktionieren mit der Map. Und dann würde ich sagen, ja, müssen wir mal gucken, welche Mods wir noch so mit reinnehmen, denn im Laufe der Zukunft. Wir starten jetzt aber erstmal durch auf einfach und gucken jetzt einfach mal an, was das Spiel gibt. Ich muss aber jetzt gleich nochmal eben den FPS-Counter ausmachen. Der muss ja nicht die ganze Zeit zu sehen sein. Jo, ich hab richtig Bock. Ich bin richtig motiviert. Und wie immer, habt ihr Tipps, habt ihr Vorschläge, habt ihr Fragen, ab in die Kommentare damit. Ist auch übrigens so ein Kommentar, hilft dem Kanal sehr doll weiter. Also damit supportet ihr den Kanal sehr stark. Ja, und ein Däumchen nach oben, Abo für meinen Kanal wäre fantastisch, falls du Bock auf Hof Bergmann, auf Big Bio Hof Bergmann hier auf YouTube hast. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ich bin richtig gespannt jetzt. Ich habe mir so zwei, drei kleine Videos angeguckt, weiß aber noch nicht viel über die Map. Ich weiß, dass die Map gar nicht mal so groß ist. Ich würde sagen, ja, das passt nicht, das passt nicht. Wir brauchen eine andere Frisur, Freunde. Vor allem brauchen wir keinen Hut. Ja, easy. Das ist viel besser. Vielleicht noch eine andere Brille? 1A. 1A. Das passt wie die Faust aufs Auge. Alles klar, wir starten durch. Ich glaube, ich habe jetzt meinen Namen gar nicht geändert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich hier heiße. Aber das ist die Hof Bergmann. Das ist der Hof auf der Hof Bergmann. Und ich mache mal eben ganz kurz den FPS-Counter oben links aus. Und dann geht's weiter. Das ist bitter. Ich habe nicht auf Pause gedrückt, nein. Ich habe auf Aufnahme beenden gedrückt. Und ich bin mit der kompletten Vorstellung der Karte gerade fertig geworden. Yay. Wir schwenken uns zum Hof zurück. Dann machen wir die Vorstellung von dem Hof nochmal. Yay. Aber ich sag mal so, jetzt werdet ihr nicht mehr meine Überraschung so authentisch und erstmalig bekommen. Also, wir können aber hier mit der Map-Übersicht schon mal anfangen. Die Hof Bergmann im LS22 basiert auf jeden Fall auf der Obele Roh. Das sieht man noch am Straßenlayout und so. Im LS19 hat die auf die Felsbrunnen basiert. Das kann man auch ganz gut erkennen. Und wir sehen, hier oben ist noch nicht gestaltet. Hier ist noch frei. Ich vermute mal, dass da aber wie im LS19 später noch Land dazugewonnen wird. Sagen wir es mal so. Worauf wir uns einigen müssen später, ist, wann wir Versionswechsel machen. Weil das ist so eine Sache, meistens bei Hof Bergmann ist ja so ein Versionswechsel immer mit einem Neustart verknüpft. Das ist so eine Sache, die gefällt mir nicht so. Ich hoffe, dass Andi das irgendwie berücksichtigt und vielleicht umgehen kann, weiß ich nicht. Wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich nicht die allererste Version, denn die neu kommt, mitnehmen, sondern dann ja, eine spätere. Gut, wir sind hier hinten bei uns ganz auf dem Hof. Wir sehen hier schon den ersten Traktor. Das ist der Marcel Ferguson, der Alte, mit dem Fliegeabschiebetrailer. Die meisten, das meiste, was jetzt hier auf dem Hof steht, werden wir verkaufen, weil wir sind ja Big Bio Hof Bergmann. Das heißt, das Ganze wird hier noch größer und mit größeren Maschinen und mehr Feldern und so weiter. Hier haben wir die Käserei oder ja, die Käserei. Hier haben wir die Käsemaschine und hier können wir wahrscheinlich Butter herstellen. Sehr nice. Und hier haben wir auch die Handwagen so. Okay. Oh, okay. So, gefällt mir. Kann man machen, ist cool. Und hier haben wir, ja, Kälber. Es gibt Kälber hier. Dann haben wir hier die HD-Ballen, Strohballen, womit wir denn wahrscheinlich irgendwie was mit dem. Für die Kälber sind die sehr wahrscheinlich, vermute ich mal. Alles andere macht ja keinen Sinn, dass die da stehen. Und hier haben wir den, ja, den kleinen Kuhstall. So groß ist er nicht.
Wie voll wir den machen, müssen wir mal gucken. Ich habe ja immer gesagt, so 2/3 bei Bio-Projekte. Ich würde das aber ganz gerne so auch so ein bisschen realistisch hier halten. Das heißt irgendwie auf die Größe des Stalls. Und ich glaube, also mehr als 30 Kühe in so Bio-Haltung darf man hier nicht halten. Vor allem mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Wiese hier. Irgendwie, ich weiß nicht, das ist schon ziemlich klein hier. Ja. Gut, dann haben wir hier unseren großen, dicken, fetten Tiertransporter. Und ja, mal gucken hier, was hier noch auf uns zukommt. Hier haben wir unser Fahrsilo, kann man auf jeden Fall machen. Und hier haben wir dann die Werkstatt, wo wir unsere Fahrzeuge reparieren können. Hier haben wir dann wahrscheinlich hier dieses... Das Regal. Oh, ich hab Player Action-Kamera an, deswegen... Ich vermute mal, dass man hier... Wenn man wollte, diese Böden runterscrollen könnte, dass sie runterkommen. Und da sehen wir dann unseren zweiten Traktor, das ist der John Deere, der 7810, mit der 3 Meter Drille hier hinter. Und hier drin war, genau, der Kuhstall. Mehr nicht. Achso. Hier, der Milchtrailer, der kleine alte. Sehr süß, sehr cool. Was ich hoffe, ist, dass wir hier den Make-Roboter nicht bedienen müssen, wie im LS19 zum Schluss. Weil, Leute, Make-Roboter ist da, um den Bauern Arbeit abzunehmen. Der macht das automatisch. Sobald die Kuh Bock drauf hat, geht die da von alleine rein. Da hat der Bauer nichts mit zu tun. Der Bauer guckt nur, ob die Werte stimmen. So. Jo. Hier haben wir nichts drin. Hier haben wir nur so einen Raum, wo wir eigentlich nicht reinfahren können und eigentlich deswegen total sinnlos ist. Ich vermute mal, dass hier später irgendwie noch eine Produktion reinkommt oder so. Wird auf jeden Fall Sinn machen. Und dann haben wir hier einmal Strohballenlager und hier haben wir, ja, das Schüttgutsilo. Also hier so Weizen und so können wir reinkippen. Und Andi, falls du das siehst, bitte lass das einfach so. Also im LS19 hat er ja zwischenzeitlich auch mal hier das Silo verändert. Da musste man so rückwärts ranfahren, fand ich überhaupt nicht cool. Das hat so richtig einen Flow aus dem Spiel rausgenommen. Also das hier sieht gut aus, das scheint gut zu funktionieren. Hier einfach rüberfahren und abkippen, bitte einfach so lassen. Wäre voll toll. Okay, hier haben wir den Mähdrescher. Das ist der Deutz Topliner, ganz Standard. Und noch einen dritten Traktor, und zwar den 314 Vario. Kann man machen. Und dann haben wir hier den Schweinestall. Und beim Schweinestall ist es ziemlich cool. Wir haben nämlich hier Kälber und so. Also auch verschieden große Schweine. Nicht so Standard wie im LS22 Standard. Und dann haben wir hier oben, laufen wir mal hier hoch, noch einen Heuboden. Ich weiß, man müsste mal gucken, ob man hier irgendwie so ein Kompaktlader oder so reinkriegt. Oder vielleicht gibt es hier auch einen automatischen Trigger, der das einsortiert oder sowas in der Art. Müsste man mal gucken, wie das funktioniert hier. Weil so, ja, ist schick. Also ich bin mir sicher, dass er sich da irgendwas überlegt hat, dass man das hier sinnvoll oben nutzen kann. Müssen wir mal gucken, wenn es soweit ist. Alles klar. Ja, hier haben wir die Pferdeboxen und hier den schwarzen Schäfer. Und wir haben ja den Reitermod. Das heißt, wir können die hier auch sinnvoll benutzen, ohne uns dabei zu Tode zu schuften. Und jetzt gehen wir nach oben. Das hier ist ein Ort, wo ich noch nicht war. Und ja, was soll ich sagen? Es ist ein Heuboden. Alles klar. Und auch da oben können wir wahrscheinlich irgendwie hin. Und hier haben wir den, ja, Schmalspurtraktor. Für den Zeitpunkt, wo wir Wein machen wollen oder können oder tun oder lassen oder machen. Und hier haben wir denn den Hühnerstall, wo wir denn hier... Ich vermute mal, das ist jetzt nur ein Lager für Futter. Steht der Big Pack drauf, den können wir dann mit dem Stapler nehmen. Und dann hier über die Krippe fahren. Und dann... Ah, so geht's auf. Ist das... Cool. Es ist so cool, dass wir hier damit irgendwie fahren können oder laufen können. Das ist wirklich cool. Da gibt es ja mehrere Sachen von. Ich habe schon ein Fahrrad entdeckt. Leute, ich habe schon ein Fahrrad entdeckt. Das hier. Das Shake Booty. Shake, Shake Booty. Oh, Shake Booty. Und da können wir wahrscheinlich dann hier auch diesen Fahrradanhänger ranmachen. Und dann können wir hier... Uiui. Uiuiui. Also mit Lenkrad wird es natürlich besser gehen jetzt als hier mit Tastatur und Maus. Aber ich finde,
Maus eigentlich immer schöner zum Laufen. Und hier haben wir Andys Haus. Hier können wir entweder Wasser nehmen oder so. Und denn ich bin mir ziemlich sicher, genau, dass wir hier reinlaufen können. So, hier typischer LS22 Hauslaptop. Haufen Rechnungen, die wir nicht bezahlen können. Alter, müssen sogar mit Holz hier noch kochen. Kann man machen. Ist ganz schick. Und dann haben wir... Weiß nicht, wo haben wir denn hier... Also ich habe die Trigger gerade deaktiviert. Wir werden hier wahrscheinlich irgendwo denn unseren Schlaftrigger haben. Weiß nicht wo. Hier haben wir wahrscheinlich, genau, hier können wir uns umziehen. Mal gucken. Das finden wir alles noch, wenn wir hier spielen. Sobald wir spielen. Okay, und was haben wir denn hier? Hier werden wir... Okay, hier können wir nicht aufmachen. Schade. Okay, Leute. Das war jetzt soweit der Hof. Wir haben hier noch... Genau, zwei Felder haben wir. Die 6 und die 5. Wir haben die 13 hier noch als Feld. Also als Wiese. Ansonsten... Gehört uns erstmal nichts. Wir haben hier oben das Weingut, da würde ich ganz gerne mal hingucken. Ich habe das nur bei Ansgar kurz in der Vorstellung gesehen. Das ist groß, sagen wir es so. Hallo. Er hat doch gerade geredet, oder nicht? Ah, servus. Alles klar. Ich habe nur kurz das Weingut bei Ansgar in dem Video gesehen. Ich habe Ansgars Video auch nicht ganz angeguckt. Das sah ziemlich groß aus und es... Wow, das ist wirklich groß. Krass. Wow. Da ist man ein bisschen beschäftigt. Aber ich glaube, hier könnte ich mir auch vorstellen, mal Wein zu machen. Das habe ich bislang ja noch gar nicht gemacht. Und irgendwann muss man das ja mal machen. Kommt man hier eigentlich irgendwie reingesprungen? Alle hopp. Alle hopp. Oh, ja, vielleicht. Alle hopp. Jo, da sind wir. Oh, da ist man aber echt gut beschäftigt. Das ist so eine Zeitraffer, die dauert für euch dann 20 Minuten und in der Aufnahme dauert das dann so 3 Stunden oder so. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, hier die Big Biohof Bergmann Sache im Multiplayer zu machen mit 2 oder 3 Leuten auf einem Hof, also nicht mit mehreren Höfen. Ja, ich weiß nicht. So, Knecht, Patrick, habt ihr Bock? Meldet euch mal. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr guckt gerade zu. Und dann können wir mal gucken, wann wir das wie machen. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ich vermute mal, dass das ja herrschaftliche Gebäude dort irgendwie Weinproduktion oder so ist. Und haben wir hier, ja, hier haben wir noch ein kleineres Weinfeld. Das wäre so eine Größe, die kann ich mir dann kurzzeitig vorstellen. Oh Leute, ich habe richtig Bock. Das hier ist natürlich so eine ganz, ganz kurze und shorte Vorstellung. Also, ihr könnt es natürlich so ein bisschen als Vorstellung sehen. Ihr habt den Hof gesehen. Ihr habt schon mal jetzt ein bisschen was, ja, ey, guckt euch das an, das sieht so schön aus hier. Das sieht so gut aus. Ihr habt schon ein bisschen was gesehen. Wir können es wahrscheinlich dann aufmachen, wenn wir es kaufen. Ich sehe hier hinter, Wein hinter, irgendwie so Weinfässer. Bin mir sicher, wir können das aufmachen, sobald uns das Grundstück gehört. Es sieht gut aus. Was ich sagen wollte, ihr könnt das natürlich hier so ein bisschen als Map-Vorstellung gerade auch sehen. Wenn ihr es detailliert haben wollt, guckt bei Ansgar rein, also bei Endplay. Oder bei Kornhub, bei Randy. Die machen das natürlich alles ein bisschen umfangreicher und detaillierter als ich. Ich starte mit euch gerade quasi mein Let's Play, wo wir jetzt gleich erstmal Fahrzeuge verkaufen. Das machen wir im Shop, weil es schnell geht. Und dann werde ich mir hier Geld reinschieben, damit wir ein paar mehr Felder kaufen, ein paar etwas größere Fahrzeuge, damit wir direkt als Big Biohof Bergmann starten können. Also mit 2 großen Traktoren, mit einem großen Grubber und so weiter. Also, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Komisch. So, wir gucken in den Shop rein. Unter unseren Sachen. Gießkanne, Eimer. So, das behalten wir natürlich erstmal. Jetzt Fahrrad. Ja, behalten wir auch erstmal alles. Mal gucken, ab wann wir sagen, wir brauchen es nicht. Das können wir auch erstmal behalten. Aber hier... Ganz, wo steht denn der zweite rum davon? Oh ja, jetzt bin ich auch gespannt hier. Ah, hier, guck mal, hier steht auch noch was. Warum? Ein Fahrzeug einsteigen. Das hier sieht doch 1A wie ein Hühnerstall oder sowas aus. Lass mich raus. Warum gehört uns das Fahrzeug denn jetzt schon?
wenn uns das Gebäude nicht gehört. Ja, interessant. Ist hier irgendwas markiert, was es ist? Nö. Ist hier irgendwas in der Nähe, wo wir denn mal eben schnell rüberlaufen können? Guck mal, hier steht auch noch eine Schubkarre. Hier steht auch hier ein Quaderbeinlager. Aber das gehört nicht mehr zu unserem Grundstück. Nö. Alles klar. Das werden wir alles so im Spiel dann so ein bisschen erforschen. Aber ich würde sagen, wir verkaufen jetzt wirklich erstmal alles, was wir nicht brauchen. Hier Mini Akji Kalta Equipment Pack. Ja, das können wir erstmal, glaube ich, alles verkaufen. Wir kümmern uns dann später drum. Wir fangen auch noch nicht mit allem an. Wir werden, ich sag mal, so ein bisschen das, was auf unserem Hof ist, jetzt erstmal bewirtschaften. Dann kaufen wir uns später das Weingut und sowas noch. Kompakttraktoren, ja. Brauchen wir alles nicht. Wir werden uns natürlich zwei vernünftige Traktoren kaufen. Vernünftigen Mähdrescher und so weiter. Das können wir erstmal behalten. Aber das würde ich hier auch alles erstmal verkaufen. Den behalten wir erstmal. Schneidwerke verkaufen. Ja, der Flug, der wird sowas von verkauft. Grubber. Ich möchte auch ehrlich gesagt nicht flügen. Das möchte ich irgendwie verhindern. Ja, Seetechnik verkaufen. Ja, der Mischstreuer macht auch keinen Sinn. Ein Ladewagen so oder so nicht. Also den hinter einem Cerion sehe ich, oder? Verkaufen. Gut, Frontlader behalten wir erstmal. Frontlader-Werkzeuge, da müssen wir uns mal einen vernünftigen Mod raussuchen, dass wir auch größere Schaufeln und so bekommen. Ja, Gewichte kaufen wir uns denn einfach passend zu den Traktoren. Und ja, komm, den verkaufen wir auch erstmal. So, wir haben jetzt erstmal ein gewisses Kapital. Es ist definitiv nicht genug für das, was ich hier vorhabe. Aber vielleicht können wir damit schon mal ein, zwei weitere Felder kaufen. Oh, wir haben hier noch so ein bisschen Grundstück neben unserem Grundstück. Hier ist noch eine Pferdekoppel. Da können wir leider nicht hinspringen. Wo können wir denn hinspringen? Haben wir hier irgendwie so einen Punkt, wo wir hinspringen können? Hier. Wir laufen mal zur Pferdekoppel. Ich habe die bösartige und fiese Vermutung, dass die Pferdekoppel genauso wie im LS19 mit dem Hof verbunden ist, fände ich nicht cool. Also ich würde die Pferdekoppel gerne einzeln verkaufen können. Wäre fantastisch. Ja, und hier haben wir offensichtlich auch noch einen Stall oder sowas. Oder irgendwas, was ein Stall werden könnte? Oder ist? Irgendwie so Schafstall oder sowas könnte das sein. Wenn wir es kaufen. Fühle ich? Hätte ich Bock drauf? Aber so, ich sag mal, ein bisschen Landerweiterung, das kaufen wir uns später. Und hier haben wir die Pferdekoppel. Ich vermute, wenn wir die verkaufen. Oh, die können wir einzeln verkaufen. Wie fantastisch ist denn das? Ja, dann weg damit. Adieu. Andi, du hast dazugelernt. Finde ich fantastisch. Also ich glaube, die Kritik kam sehr oft. So, wir werden jetzt ein bisschen mehr Land kaufen. Es ist ja Big Biohof, Bergmann. Das heißt, wir werden hier mehrere Felder haben. Wir werden Feld 6 und Feld 5 zusammenflügen. Ich würde sagen, wir flügen auch Feld 3 und Feld 2 zusammen. Die kaufen wir jetzt auch einfach mal. Kaufen. Und wenn wir das Geld noch haben, genau, kaufen. Oh, Ländereien sind relativ günstig. Dann würde ich sagen, kaufen wir noch. Ja, wir haben eine Wiese. Ich glaube, das ist ganz gut. Was ist das denn für ein Minifeld? Nee, das ist kein Feld, das ist ein Grundstück. Und hier ist, glaube ich, die Biogasanlage. Okay. Ich würde sagen, wir haben zwei große Felder. Also, wir werden ja zusammenflügen. Wir haben eine Wiese. Ich glaube, wir kaufen dann noch Feld 1. Und das war's denn erstmal. Und jetzt kaufen wir uns Fahrzeuge. Wir haben ja nicht mehr so viel Geld, Leute. Wir gehen jetzt mal hier in die herunterladbaren Inhalte. Oh, wir haben den. Oh, den haben wir noch hier drin. Ich dachte, ich hätte den auch schon gelöscht aus den Mods. Also, ich würde ganz gern die Sämaschine benutzen, weil ich die einfach geil finde. Muss ich offen und ehrlich sagen. Michelin. Wer denn hier die breitesten Reifen? Ja, alles so fürs Gefühl. Wir nehmen Trelleborg, alles klar. Und damit haben wir auch nur noch 100.000 Euro. Damit kommen wir natürlich von vorne bis hinten nicht hin.
Ja, den Cerion, den würde ich mir gerne erarbeiten. Den würde ich nicht ganz gerne von Anfang an haben. Ich dachte mir, von Anfang an nehmen wir hier den 8S. Das ist ein Mod. Und zwar der 8S geht ja bis 320 PS. Im Übrigen kommt dieses Jahr der 9S raus. Mit bis zu 450 PS. Und weiß ich aus ja, verlässlichen Quellen. Schröder-Landtechnik nennt sich das. Und ja, ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal mehr Geld. Vorher brauchen wir nicht weitermachen. Das heißt, Leute, das war die erste Folge. Ich werde jetzt zwischen den Folgen hier so ein bisschen vorbereiten, Fahrzeuge kaufen und so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir anfangen werden, hier zu arbeiten, Freunde. Ich habe wirklich Bock drauf. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das war jetzt eher so ein bisschen Vorstellung mit ein bisschen Plan fürs Let's Play. Ab der nächsten Folge geht's richtig rund. Falls es dir gefallen hat, Däumchen nach oben wäre fantastisch und ein Abo für meinen Kanal wäre noch fantastischer, falls du mich noch nicht abonniert hast, würde mich mega freuen. Und schreib irgendwas in die Kommentare, ja, ich sag mal, für den YouTube-Algorithmus. In dem Sinne, danke, bis dann und ciao.